Moin, weiter geht's. Wir machen uns jetzt auf den Weg zur alten Mine. Wir haben hier in der letzten Folge die ganzen Lurker gekillt. Und jetzt gucken wir mal, was uns so in der alten Mine erwartet. Die ist ja eingestürzt im ersten Teil zum Ende hin. Oh, okay. Hier sind erstmal ganz viele Führe den Zorn der Klinge. Aua, nee, nicht so viele bitte. Hallo, Spiel, Ruhe, mehr G bitte. Irgendwie ist die Waffe scheiße. Also doch ganz, weiß ich nicht. Lol. Kurzer Lagspike wieder. Nice. Hallo? Eine Hütte? Eine abgebrannte? Wir sollten vielleicht, ne? Mal und ein paar Tränke genehmigen. Ach, sie sind auch schon wieder fast alle, ey. Wir brauchen noch 1000 Gold, damit wir Gorn befreien können. Okay. Da gehen wir nicht weiter lang, weil da stehen nette Orks. Dann ist noch ein Wolfsfell, glaube ich. Ja, sieht danach aus. Unten fällt knöterig. Wolfsfell. Und da steht ein Paladin. Ein Ritter. Okay. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Oh, hier sind gefallene Soldaten. Knochen eines Goblins. Okay. Oh, Lederbeutel. Oh, wir sind schon gemein, ne? So. Beten. Wir könnten mal. Warte. Jawohl. Danke. Haben wir ein bisschen Geschicklichkeit bekommen, zwar nur plus 1, aber naja, immerhin. Und wir haben ja noch so viele Lederbeutel mit Gold im Inventar, die wir eigentlich mal öffnen könnten. So. Was haben wir da? Eine Spitzhacke, die kann da bleiben, die brauchen wir nicht. Oh, hier ist eine Truhe. Links, nee, rechts, links, rechts. Rechts, links, links, rechts. Nee, rechts, links, links, links. Okay. Und eben noch Statue. Ein Trank und Gold. Da haben wir noch einen Trank. Oh, Skelett beschwören. So, dann gehen wir mal in die andere Kammer. Ist ja nicht gerade viel von der. Oh, zwei Schiffe haben sie hier gerade mal. Oh, da ist Grimes. Sträfling. Hey, du. Du? Wer hätte gedacht, dass wir uns noch mal wiedersehen würden? So wie es aussieht, haben wir es wohl beide verstanden, am Leben zu bleiben. Und wie du siehst, bin ich dem Schürfen treu geblieben. Ja. Wie viel Erz habt ihr bereits gefördert? Ein paar Kisten, aber davon ist nichts mehr hier. Paladin Markus hat beschlossen, das Erz zur Burg zu bringen, weil wir dauernd den Angriffen der Orks ausgesetzt waren. Willst du nicht das Tal verlassen? Nein, ich werde weiter Erz schürfen. Ich lasse mich doch nicht von so ein paar Orks daran hindern. Ich habe schon ganz andere Sachen erlebt. Damals, als wir noch in der alten Mine geschürft haben und auf einmal das Wasser hereinbrach. Aber das sind alte Geschichten. Wem sagst du das? Was macht die Arbeit? Dieser Fels ist verdammt hartnäckig. Fast so, als würde er sich dagegen wehren, dass wir uns das Erz holen. Weißt du, welchen Weg Markus genommen hat? Er hat nicht den direkten Weg genommen. Stattdessen wollte er den Fluss dort überqueren, wo er gefroren ist. Er wollte einen Bogen schlagen und sich der Burg von Westen her nähern. Okay. Also haben sie das Erz hier schon weggebracht. Oh. Schon wieder eins von diesen Biestern.
kommen die denn so auf einmal alle her? Der Paladin braucht, glaube ich, Hilfe. Okay. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Naja, kriegen wir halt ein bisschen umsonst Zähne und Klauen. Ich wäre auch gerne Meister. In Einhand und Zweihand. Und ich glaube, wir haben uns auch schon ein bisschen verskillt, ey. Naja. Schauen wir mal. Auf jeden Fall müssen wir jetzt als nächstes die Sprache der Bauer lernen. Damit wir die Dreier-Texte lesen können, natürlich unbedingt. Aha, hier ist gefroren. Also ist er wahrscheinlich hier lang gegangen, wa? Hm? Kommst du denn her? Was machst du denn da? Da ist nichts zu holen. Hm. Okay. Oh, hier liegt wer? Ein toter Waffenknecht, okay. Ich denke mal, wir sind auf dem richtigen Weg, um Markus zu finden. Ja, da hinten ist noch ein geschützter Wagen und Blut. Nee, nicht die Armbrust. Jawohl. Hallo? Steckt da. Ups, da ist noch einer. Kommt. Steckt auf einmal die Waffe weg. Ah, es war echt nett mit dem extra Schaden, aber ich nehme mal wieder unseren guten Rapier. Ah, der gibt uns so ein bisschen auf Einhand. Das erhöht halt unsere Chance auf kritische Treffer. Okay, was sind die denn so nervig hier? Liegt das am Tal oder warum sind die Viecher so akku? Obwohl der Extra-Schaden natürlich auch geil ist, aber mal gucken. Wir warten erstmal, bis wir einen Belia-Schrein finden. Und da die Klaue verbessern. Ob wir die nochmal verbessern können. Was haben wir hier? Riesenratten. Sträflingen. Das ist sogar ein Erzbrocken. Wir sind auf dem richtigen Weg, Leute. So, was haben wir hier noch? Menschen? Sind das Jäger? Ich hoffe mal, das sind... Ich mach okay. Dich fertig! Aua. Hallo. Oh, vernünftig zu. Jawohl. Dann ist dieser Pillemann mit seinem Bogen, schießt auch die ganze Zeit auf uns. Boah, was hält der denn aus? Das ist ein Bandit mit Degen. Lederrüstung. Warte mal ab, du Pillemann, ey. Alles vorbei. Bogenpillemann hier. Aha, da ist noch ein Goldsack.
So, dann plündern wir ihm nochmal seine Kumpels hier. Ich kann mich erinnern, hier saß doch sonst dieser eine Jäger noch von dem neuen Lager in Gothic 1. Da ist nichts zu. Ach, den haben wir schon geplündert, stimmt. Und jetzt ist ja alles verkohlt und verschimmelt. Ja, Drachen haben gute Arbeit geleistet. Also wir folgen einfach mal weiter dem Weg hier. Ah ja, wir sind sogar richtig. Da unten liegt noch ein toter Sträfling. Und das kann man dann zitten. Hässliches Kackviech, ey. Spacken. Hm, Gold. Fisch. Die ganzen scheiß schweren Äste. Ach, warum sammle ich die überhaupt noch mit auf? Ja, kleine Goblin-Höhle. Felsknüterich. Können wir mal gebrauchen. Sumpfkraut. Snipperkraut. Achso, hab ich hier verguckt. Schon so automatisch Kraut, es muss ein Kraut sein. Und die hauen uns hier ganz schön auf den Sack, ey. Schwere Wunden heilen, will ich gar nicht. Haben wir noch irgendwo mittlere Wunden? Keine leichten Wunden mehr? Naja, nehmen wir das mal. Wenn wir die haben, können wir die auch verbrauchen. Dann müssen wir nicht Tränke benutzen. Oh. Wir kriegen immer wieder einen. Hier ist Sumpfkraut, okay. Ja, und hier liegt noch ein toter... Okay. Und da läuft ein Ritter oder Paladin im Kreis. Okay. Hey, hey, hey. Kommen alle dran. Tränke. Was haben wir noch? Kavlons Lederbeutel. Ach, sollten wir dem nicht Kavlon bringen? Oder so. Links, rechts, rechts. Okay. Und ein paar Bolzen, Dietrich und Gold. Okay. Und Pfeile. Naja. So, dann gucken wir mal nach diesem Paladin hier hinten. Der ist sogar Markus. Im Namen Inos. Ich bin Markos, Paladin des Königs. Sag, was du willst und sprich wahr. Bleib ruhig. Ich stehe im Dienst von Lord Hagen. Du gehörst zur Truppe. Welcher Befehl verschlägt dich hierher? Ich komme von Garond. Er muss wissen, wie viel Erz zum Transport bereitsteht. Sag Garond, dass ich die Schurfstelle verlassen musste, weil die Ork-Angriffe zu heftig wurden. Ich habe versucht, mit ein paar Leuten die Burg zu erreichen. Doch ich bin der einzige Überlebende. Das Erz habe ich sichergestellt. Es sind 4 Kisten. Geh zu Garond und berichte ihm das. Sag ihm, dass ich das Erz mit meinem Leben schützen werde. Doch weiß ich nicht, wie lange es dauern wird, bis mich die Orks hier aufspüren. Er soll mir Unterstützung schicken. Ich werde es ihm ausrichten. Okay. Das war dann wahrscheinlich ein Ritterkollege. Der gestorben ist, was haben wir hier so? Ah, hier sind die Kisten. Erz und hier haben wir auch eine Truhe. Links, rechts. Okay. Da glitzern die Kisten voller Erz. Hm. Alter. Edles Bastardschwert. 110 Stärke. Mann. Schade.
Das ist aber auch ziemlich lang, ne? Das ist ja der Vorteil, weil das von einer langen... Verdammt, da drinnen finden wir ein edles Bastardschwert. Was? So. Oh. Die ist wieder unsichtbar. Naja. Nichts, da ist nichts. Müssen wir mit leben. Ist auch nicht so schlimm. Nichts zu holen. So, wie kommen wir denn jetzt am besten zu den anderen Trupps? Da müssen wir jetzt hier lang gehen. Und dann, wo die zwei Gardisten damals standen. Ja. Ja, ja, okay, da geht's. Na, schauen wir mal. Und jetzt wird's dunkel. Ich gehe ihm nochmal pennen. Damit wir das Zell haben. So. Jetzt sieht es doch hier schon einigermaßen angenehmer aus, als im Dunkeln in der Kolonie rumzulaufen. Und wenn wir jetzt hier weitergehen, also da ist ein Sumpfgebiet, ne? Also da brauchen wir gar nicht weiter zu gehen. Da will ich noch gar nicht rein. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Schiffstellen. Und, oh, 20 Lernpunkte haben wir. Also könnten wir die Sprache lernen. Gut. Kommen wir... Oh, das wird knapp, glaube ich. Okay, also müssen wir hier hoch jetzt. Nee, da kommen wir niemals dann vor. Ach du Scheiße. Sie haben ihre Schwerter gezogen. Ach du Scheiße, wie kommen wir denn da am besten hin? Klettern oder? Gib Gas! Kletter, kletter! Wir klettern hier hoch. Oh! Jo! Ihr dürft nicht klettern können. Geht weg! Geht weg! Uchuchu, also wir gehen lieber hier oben lang. Ach du Scheiße. Was haben wir denn hier? Eine goldene Schale? Und eine Notiz. Ich speichere mal. Alter, verdammt! Hätten wir mal lieber hinten lang gehen sollen, also... Beim Lager vorbei oben, beim Stonehenge. Also hier wimmelt das ja nur so von Orks. Ach du Scheiße. Gut. Wir lesen uns mal kurz die Notiz durch. Haben wir die hier gefunden? Ist das die? Ich habe versagt. Meine Bemühungen, Inubis auf den Pfad der Rechenschaft zurückzubringen, waren vergebens. Erst dachte ich... Ich sei tot, doch es steckt noch Kraft in den alten Knochen Ivans. Inubis ist wieder auferstanden von den Toten, verbannt von alten Orden der Paladine, sind er nur noch nach Rache für seinen Fluch. Viele seiner Anhänger sind ihm gefolgt. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte, dass ein Feldherr wie Inubis so dem Bösen verfällt. In dieser Krypta habe ich das Grab gefunden. Ach nee, stimmt, diesen Brief haben wir gefunden. Nee, das war da gar nicht. Verdammt. Was ist denn da hier? Notiz. Nachricht. Ist das hier eine Nachricht? Gilbert, mir reicht's. Ich habe mich hier lange genug versteckt. Und wenn ich das Richtige mitkriege... Ach, und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist die Barriere nun endlich gefallen. Es wird wohl kaum noch jemand nach mir suchen. Ich habe die Schnauze voll von dieser Höhle. Und denke... und den ganzen Tag... Ach so. Ich denke mal dem, ne? Schwer zu lesen gerade. Wird Zeit, dass ich nach Hause komme, Gilbert. Ach ja, stimmt. In Gothic 1 saß hier oben ja so ein Typ. Ein Butler hat sich hier versteckt. Bitte lass mich hier hochklettern können. Ja. Ich hoffe, wir kommen hier weiter.
Genau, das mit dem Anubis war ja diese Krypta, die wir bei den Bauernhof gefunden haben. So, wir versuchen hier mal unser Glück. Kommen wir hier irgendwo rum? Nein, jetzt glitschig, oder? Ach, komme ich hier noch weg? Ja. Ach, da muss ich eben kurz laden. Hopp. Aber ich würde sagen, wie es hier weitergeht und was es da unten ist, sehen wir in der nächsten Folge von Gothic 2, die Nacht des Rahmen. Bis dahin. Tschüss.